At 1 p.m., we opened the stock for sale at $4.50 a share. By 1:03, it was over $18. Even the big Wall Street firms were buying. Nazval bych to jednoduchým parkourem. Pro každého máme něco trochu jiného. Kdo to dneska celé vyhrá? Jak už asi tušíte, když si to odhodíte, tak se mezi sebou o ten titul opravil. Fakulta financí a učitnictví a fakulta mezinárodních vztahů. Já prostě mrtám, za mě napsáno, tak? Tak, on záměrně otevírá. Kam jsi šel? Adame, proč jsi tam šel? Martin tam má schůzi a já jsem si tam šel pro kapesníky, protože mám alergii. Na co? Na trávu. A potřebuju hrozně smrkat. Na trávu. Proč mě tady kurva teďka natáčíš? Let's go, já všechno dokumentuju, všechno. Jsem rád, že jste si to užili, snažili jsme se udělat co nejlepší došlo. A teď vás poprosíme, odebereme se na afterparty. Můžete nás následovat, sledovat, poslouchat a zároveň pak i následovat na afterparty ve Stormu, kde se na vás těšíme. 21:30 bychom vás potřebovali naprosto utěšit. Takže využijeme posledního momentu, pojďme si dát poslední potlesk a řev na to. Poslední potlesk a řev. Dnešní to rozhodně nebude, prosím, 3, 2, 1. Teď! Děkuju, že jste využili tuhle poslední možnost. My tady končíme. After party. Milá to. Ahoj. Oh. Jo, takže je to tak. A v té kvarty asi ne, zítra do práce v 9. Пожалуйста, не надо. С кем буду тебе натачивать? Не надо. Я нам атмосферу, атмосферу. Сука. Так я думаю, тачка на калбу. С козлом 11. Але не сам сильный. Але я это вельми правдоподобно. Ну, сам тачка приедет автобус 207. Они сол там, видишь? Nevadí. Když jsme byli v Rakousku, tak oni chtěli peníze za zvážení, víš? Fakt? Jo. To je prostě na každé zastávce, je to takový kšeft. Jako Vietnamky tady. Jo? Vietnamky tady, to je kšeft, jo? Proč se natáčíš? Okoli, atmosféru, víš? Atmosféru. Na památku, na památku. Jo, vlog, tak můžeš něco říct. Tak ahoj. Jo, pokračuj. To je podvod, nevěř. A dáš na YouTube, jsi YouTuber? Jo, já jsem YouTuber. Ahoj. Zdravíme vás ze Stormu. Stormu? Tvo, já prostě nepamatuji si na ten název. Storm, Strom, Trezor. Ty jenom řeknu, jenom tady vstup zdarma. A tam už není vstup zdarma. Jenom na ulici. Tak si pobavíme tady. Ale to je skvělé, my získali vstup zdarma na kalbu. Je to unikátní kalba. Storm Club. CZ. Wow, já jsem ještě nikdy, já jsem poprvé na tuto kalbě, teďka to zažijeme na vlastní oči. Ale víš, co je debilný, že já mám bundu, kurva, a oni za šatnu budou chtít peníze taky.
Nazarem! Ja som vôbec nemohol všetko vedieť, že toto platne tak, ale sme nakoniec na Kalvia! Oj, da Junga! Du hast voll raus. Also, warum sage ich so? Also mir gefällt echt dieses Licht. Geil, Leute, geil! Seht drauf! Je to tady dobrý. Ty vole, teďka mám velmi divný zvuk v uších. Ale ten počítač, on je tak těžký. Takže... Ale zase brzo čtáme, to je dobrý. To je tady hezký, vole. Tady je fakt na... Proč není pěkné? Je to pěkné, jako západ slunce. Let's go. Je to na památku, víš? Máš dva účty? No, to je jeden účet. Ty jsi mi něco poslal před hodinou. Short steps. Ukáž. Short steps, long vision. Jak now. Jo. Že to Junge. Eine sage ich. Ich fühle mich hammergeil. Oder irgendwie ungewöhnlich fühle ich mich. Im Sinne, dass es einerseits krass ist und sehr toll, leibend, aber andererseits ist es, als ob mir ist viel zu heiß. Als ob ich krank sein kann oder hoher Druck. Und so, aber zugleich ist es sehr angenehm. Ja, Druck ist hoch, aber es ist irgendwie sehr spannend und so. Ja, leicht. Aber zugleich irgendwie beunruhigend. Also, ich werde allmählich krank, aber ich glaube nicht. Und ich bin schlecht. Ich weiß, ich will also schlafen. Aber wiederum sehr angenehm. Also, eines will ich sagen. Wenn ich es jetzt vergleiche, dann ist es so, wie es im April damals gewesen ist. Ja, im April, vor einem Jahr, es ist also mal, aber danach, ich war wiederum voll aufgegeilt oder so, aber dann bin ich krank geworden, wegen Waden. Dieses Mal wiederholen wir diesen Fehler nicht, also ein guter Zustand, aber zugleich ein bisschen seltsam. Jo, es ist krass hier, da und hier. Ein wunderschöner Ausblick hier da und heute spielen wir ein Quiz wiederum da. Ich mag die Luft, das ist sehr toll. Und das sieht ja so aus. Es ist wiederum 27 Grad, morgen ist Feiertag, also Chaos, wir spielen so. Die Zusammenarbeit, glaube ich, habe ich schon fast fertig, morgen oder am Wochenende. Bringe ich sie zu Ende, also irgendwie so, dass sie jetzt ein bisschen Spaß haben, kann ich es mehr leisten. Über Krypto wird jetzt ein bisschen Thema und wir gehen schon rein, zurück. Und so, es ist halt krass, mir gefällt alles, ist schon, aber ja, heute ist egal, ich glaube nichts, aber mein Mitbewohner ist ein bisschen angepisst, der ist da, wir hatten eine. Sieht sehr krass aus, Hauptbahnhof. Da eigentlich habe ich vergessen, das Wasser, den Wasserhahn zuzumachen. Aber das macht nichts aus. Schneller Erzählerei. Es ist heute 30. April. Ja, ich erzähle euch eine spannende Geschichte.
Aber ich glaube, dass Geschichte an sich nicht so spannend ist. Aber ziemlich trotzdem. Nee, das ist die Frage nicht, ob ich es erzählen soll, aber okay. Irgendwie messe ich der Bedeutung bei, deswegen erzähle ich es sehr krass hier. Ich bin gerade bei einem Quizspiel gewesen. Jetzt fahre ich heim, rum. Und ich gehe mit einem Mädchen im Park chillen. So. Wir haben uns dabei am Donnerstag bei einer Party kennengelernt. Da sind wir gestern auch zusammen gewesen, in einem Park gesessen, halt so gechillt. Und ich habe sehr viel geplant. Ich habe dieses Mädchen auf verschiedene Art und Weise unterhalten. Unterhalten, ja. Und unterhaltet. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Und ich habe meinen BWL-Anzug an. Das sieht so krass aus, BWL-Anzug. Ja, wie ein richtiger BWL, aber an der Wirtschaftsuni in Prag, nicht in Österreich, aber bereits in Österreich. Das ist krass, so wie Vögel hier zwitschern. So, dann erzähle ich weiter. Und so, dieses Mädchen, also es spricht Deutsch. Und Tschechisch, aber wir haben meistens auf Tschechisch geplant. Also ich habe sie so herum um sich herum gewickelt. Ja, es ist so traurig, ja, aber gestern habe ich zu früh dieses Gefühl gekriegt, wie krass es eigentlich Deutsch zu sprechen und neue Wörter zu finden. Ich wollte etwas sagen, zum Beispiel Clown. Clown wollte ich nicht sagen, ich habe darüber nachgedacht, aber nichts fällt mir ein und dann Stibitzen ist mir eingefallen. Und Stibitzen ist so ein geiles Wort. Und das alles hat mich also an eine Sache erinnert. Und genau vor einem Jahr, wie ich damals mein erstes deutsches Märchen kennengelernt habe. Und warum ich heute Morgen so einen seltsamen Zustand gehabt habe. Es war ein Zustand. Es war, als ob ich müde gewesen bin, aber zugleich war ich voll. Voll am Abgehen. So. Das nennt man Verliebtheit, oder? Das weiß ich nicht sicher. Ich kann nur annehmen. Aber in sich ist es schon anders. Ich nehme es anders wahr. Und ich bin jetzt viel wieso verstarrt. Also bin halt jetzt vernünftig und ich nehme alles locker wahr. Das ist richtig. Und also es ist krass. Morgen ist Feiertag. Und ich soll Abschlussarbeit schreiben.